Tag zusammen und willkommen zurück bei Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm mit den Maori im Jahre 1120. Ja, wir sind ins Industriezeitalter gewechselt und wie man hier sehen kann, es ist ein dunkles, nicht nur für die Maori, sondern tatsächlich ganz im Sinne dieses Let's Plays für die meisten Zivilisationen, also an sich die Amerikaner und die Khmer haben es geschafft, in ein normales Zeitalter zu kommen. Alle anderen sind in einem dunklen, also Brasilien, Portugal, die Nubier, die Chinesen, die Schotten und wir sind in einem dunklen Zeitalter. Das ja, macht die Sache etwas schwieriger. Ich denke, was den Loyalitätsdruck angeht, wird es jetzt für uns nicht so kritisch. Ach, das übt auch kein anderer Druck aus. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt da rauskommen. Aber ich denke, es ist ganz passend, dass jetzt die Welt quasi in Dunkelheit versinkt. So, dann gucken wir mal, was wir für eine Widmung wählen. Also, Herzschlag des Dampfes, ein Zeitalterpunkt für jedes im Industriezeitalter oder später hier ein Gebäude. Ja, die Münzreform ist natürlich auch ganz interessant, wenn wir einen Handelsweg abschließen. Das macht keinen Sinn, drei Zeitalterpunkte, wir haben die Welt erforscht und zu den Waffen ist für uns auch irrelevant. Also es geht jetzt eigentlich um Industrie oder um die Münzen. Ich denke, wir werden hier das mit dem Handelsweg machen, wenn wir jetzt neuen Handelswege in die Richtung werden wir gehen. Münzreform, jawohl. Das passt auch zu unseren Handlungs- oder zu unseren Händlern. Ja. So. Also, dann werden wir jetzt natürlich auch häufiger auf die Entwicklung in der Industrialisierung eingehen, wie jetzt in der letzten Folge schon mit dem Hurricane. Die markanten Punkte sind in der Videobeschreibung zu finden, oder die Zeitstempel. Dann lässt sich der Punkt etwas genauer finden, wo es dann ein paar Hintergrundinfos gibt, jenseits des reinen Civilization-Spiels. So, wir können uns nochmal angucken, was wir hier haben an Stadtstab-Quests. Also das Heureka für die Massenproduktion, das ist für Bologna. Dann haben wir eine Bombarde für Volin. Ja, Volin ist jetzt ein kriegerischer Stadtstaat, das ist nicht so interessant. Maskat Handelszentrum, das werden wir eigentlich nicht bauen, das ist irrelevant. Kumasi Handelsweg, das können wir machen, kulturell, das machen wir auf jeden Fall. Und Mexiko Stadt baut ein Industriegebiet. Das werden wir auch noch tun. Ich denke, das wird in der einen oder anderen Stadt noch funktionieren. Ja. Gut, also dann haben wir auch das. Hier haben wir noch einen Staubsturm in Wuhan. Naja, gut, dann ist das erstmal so. Ansonsten haben wir jetzt ja hier uns hier für den Merkantilismus entschieden oder gehen jetzt in die Richtung des Merkantilismus. Da ist ja das Ziel, in Richtung der Naturgeschichte zu kommen, um hier also Wasserpark einmal und Archäologen ausbilden zu können. Ich glaube, alle anderen sind jetzt nicht so relevant für uns. Deswegen jetzt der Merkantilismus-Freibeuter, haben wir ja einen schon. Ich denke, ja, das könnte, der Dreieckshandel ist für uns noch interessant. Logistik ist irrelevant. Sägewerke haben wir nicht, Lagermodernisierung, ja, das bringt aber was. Also Merkantilismus ist, denke ich, sehr gut. Großen Händler, da können wir mal gucken, ob wir den in Reichweite haben, wir eigentlich nicht, ne? Da machen wir nichts, ne, weil wir einfach keine Banken und Marktplätze haben. Aber wir kriegen, ja, würden einen großen Schriftsteller bekommen, wenn wir ihn denn rekrutieren könnten. Das geht halt leider nicht. Naja, gut. So, dann können wir trotzdem mal gucken, ob wir hier bei der Regierung noch was ändern können. Also die Berufsarmee brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt alle unsere Einheiten abgegradet. Das gucken wir gleich nochmal durch. Freie Marktwirtschaft ist für uns nicht interessant, weil wir keine Handelszentren haben. Liberalismus ist auch nicht so, Rationalismus. Können wir mal gucken, was da jetzt am sinnvollsten ist. Checken wir das mal. Bei den
Politiken, was da jetzt möglich ist. So, bei den, das können wir was ausblenden hier, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, dunkle Zeitalter. Ne, Körperbrief, das ist alles uninteressant. So, also die Handelsfloration haben wir drin, die Karwansereien haben wir drin. Ja, die Rekrutierung, die nehmen wir jetzt wieder, das macht nochmal plus 11. Das ist gut, die Handelsföderationen haben wir. Ja, die Wechselbanken. Das wäre noch interessant, die Wechselbanken. Da gucken wir mal. Jetzt noch mal ganz kurz einmal prüfen, ob jetzt alle Einheiten soweit es geht abgegradet sind. Oder ob wir noch was haben, wobei das jetzt auch, denke ich, unproblematisch ist. Hier haben wir noch einen großen Künstler, den wir gleich noch einsetzen können, aber eigentlich ja hier mal noch eine Einheit. Die bringen wir mal hier nach Opango. Und machen hier noch das Upgrade auf den Armbrustschützen. Sehr gut. So, dann können wir von Opango. Ja, dann ändern wir jetzt erstmal hier die Politiken. Also nehmen jetzt hier die Rekrutierung rein. Ja, die gotische Architektur brauchen wir natürlich noch. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir jetzt hier noch haben. Diese dunklen Zeitalter sind uninteressant, hatten wir gesagt. Ja, die Wechselbanken. Nur was dafür raus? Der charismatische Anführer. Jetzt, wenn Potala Palast fertig wird, kriegen wir noch eine weitere diplomatische Politik. Ich ende das mal so. Jawohl. So soll unsere Handelsrepublik organisiert sein. Dann können wir jetzt die Händler organisieren. Otatara Pa, die sollen ja hier Chichen Itza unterstützen. Also, aber wir sortieren trotzdem noch nach dem Gold. So, da haben wir hier nach Kumasi, hätten wir direkt hier den Bonus. Ja, das machen wir schon mal. Das sind plus 2. Aber ich denke, das sollten wir machen. Das gibt direkt einen Gesandten. So, und der zweite. So, da haben wir hier nach Xian. Das gibt plus 4 Wissenschaft. Ja, ich glaube, das ist das Stärkste. Plus 3 Produktion. Jawohl. So, das sollte jetzt dem Bau von Chichen Itza, jawohl, 14 Runden, das ist prima. So, dann haben wir jetzt hier den Freibeuter, der hatte ja hier unterstützt. Der ist jetzt erstmal fertig mit dem, was er tun sollte. Den können wir mal hier platzieren. Der Landsknecht kann auch erstmal heilen. So, ich glaube, ein Sägewerk mussten wir ja errichten oder sollten wir errichten für einen Stadtstaat, den ich recht entsinne. So, Renner, Industriegebiet, Verwaltungskomplex, Massenproduktion, großer Wissenschaftler, mal gucken, das war Bombarde, große Wissenschaftler und Handelszentrum, nee. Dann ist das weg durch den Zeitalterwechsel. Gut, dann machen wir das natürlich auch nicht, denn dann können wir hier, ja, bauen wir hier einfach eine Mine gleich. So, du kannst nach Süden gehen. Wir müssen jetzt hier die nächsten Barbaren uns schnappen. Da können wir vielleicht den Freibeuter doch hier nach Süden verlegen.
So, der Künstler, den schicken wir hier hin. Der kann da das nächste große Werk vollenden. So, und hier. Attackieren wir. So, das ist doch sehr schön. Eine Vernichtung. Rachendra Kola steht an Deck und beobachtet durchs Fernglas, wie der Ozean die feindlichen Schiffe verschlingt. Aha. Sogar kein Schiff versenkt, aber gut. So, ja, hier haben wir jetzt auch die Infanterie versenkt. Ja, gucken wir noch, ob hier noch irgendwelche Einheiten sind. Ansonsten möchte ich ja hier unten gerne auch noch eine Stadt gründen. So, was haben wir? Wir kriegen den Opango einen Siedler, den setzen wir hier vorne hin. Und dann haben wir jetzt hier ja noch einen Siedler in unserer Hauptstadt. Der wird in 3 Runden fertig. Den. So, hier, der Siedler geht hier auf die kleine Insel vor der Küste. Ja, nee, dann haben wir alle, die wir so brauchen. Ich glaube, hier zu siedeln funktioniert nicht auch vor Faro. Das ist ja minus 11. Das ist natürlich schon hart. Könnte man natürlich trotzdem, was haben wir, hier haben jetzt schon hier die beiden Krabben sich gesichert. Das wird schwierig. Ich glaube, alle anderen Felder hatten wir schon mal geprüft. Da können wir noch hin, da können wir noch hin. Hier müssen wir direkt gegensteuern. Gegen Napata. Ja. So, alles klar. Dann beenden wir die erste Runde. Ja, das Industriezeitalter, das kennen wir. Hier unterstützen wir die neue Stadt und schließen weitere Dinge an. So, hier. Jetzt haben wir den nochmal vergessen beim Upgrade, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die aufsteigende Welt aus dunklen Wassern, entstanden aus den Leeren ohne Form. Aha, da haben wir das Ufsmurbecken. Was macht das? 2 Glauben, 1 Nahrung, 1 Produktion. Bei Cincinnati. Naja gut, das bringt auch noch mal einen weiteren Zeitalterpunkt. Ja, die sollten wir jetzt sammeln. So, das haben wir hier. Jetzt können wir mal gucken hier. Kumasi. Da sind wir eh schon souverän. Da ist. Ah. Gucken, dass wir noch woanders souverän werden. Dass es nicht so einfach Mexico City geht. Das ist uninteressant. Ja, bei den Wissenschaftlichen, da müssen wir natürlich rein, aber das ist schon sehr hart. Da sind halt alle anderen mit drin. Wir sehen das ja hier in Genf. Gucken wir uns das mal eben an. Also beeinflusst durch 8. Bologna. Auch 8. Peter hier mit Diplomaten. Da wird gekämpft. So, und den Mittler. 6. Frage ist, wo ist der? Wir müssen in Genf, das müsste jetzt eigentlich unser Ziel sein, Genf vielleicht zu kriegen. So, der Staubsturm verzieht Ich sich. habe mal eine Bank gesehen, die hat Banking rund um die Uhr angeboten. So viel Zeit hatte ich aber leider nicht. So, das Bankwesen, ja, das ist jetzt für uns, wir haben halt keine Handelszentren, weil wir die Häfen haben. So, hier entstehen weitere Linieninfanteristen, die sind schon etwas nervig. Gucken wir mal, wenn wir jetzt hier das Upgrade machen. Ja, das können wir ja noch machen. Und die Fregatte greift hier ein. Vielen Dank.
So, die Karavelle beobachtet hier mal, was hier passiert. So. Wir können hier noch Andrei Ropiov, kann hier das nächste große Werk erschaffen. Erlöser in den himmlischen Mächten. Na ja, gut. So. Dich ziehen wir nach Süden. So, mal lieber hier schrittweise. So, der Armbrustschütze. Ja, der kann eigentlich auch noch runtergezogen werden. Schaden tut es nicht. So, hier hatte ich gesagt, richten wir eine Mine. Da erkunden wir. So. Achso, die Massenproduktion wäre hier das Sägewerk gewesen. Das war das. Ja, aber ich glaube, das nehmen wir jetzt. Das nehmen wir jetzt mit und die Schiffswerften bauen wir dann direkt auch überall. Das soll jetzt nicht das Problem sein. So, jetzt haben wir hier die Ahnenhalle abgeschlossen. So, jetzt ist die Frage, was bauen wir jetzt hier? Oder kaufen das vielleicht sogar? Außenministerium, Geheimdienst, gibt einen zusätzlichen Spion und Fähigkeit, Landeinheit mit Glauben zu kaufen. Glauben haben wir 800, naja. Ich glaube, der Geheimdienst ist hier das Interessantere. Ja. Wobei da jetzt die Frage ist, was würde uns das kosten? Achso, Moment, da müssen wir das hier erst wieder rausnehmen. Nehmen wir erst irgendwas anderes machen. So, und dann können wir das checken. Achso, das können wir gar nicht. Okay, nee, dann. Dann produzieren wir diesen Geheimdienst. So, wir können jetzt, glaube ich, auch, wie ist das im Kopf, checken wir nochmal eben schnell, einen Spion, oder? Jawohl, den bauen wir dann als nächstes in einer Stadt und schicken den dann ja, zu den Khmeren. Die sind immerhin jetzt nicht mehr unfreundlich. Das ist ja schon mal nicht schlecht, gucken von der Botschaft. Wir freuen uns, euch den Bau einer Botschaft in unserer Hauptstadt zu erlauben. Prima, da haben wir da also auch schon mal bessere Beziehungen hin. Ja, in Sicht der Luxusgüter haben wir jetzt noch nicht so viel. Naja gut, so, jetzt haben wir hier noch einen neuen Gouverneursbeförderung. Da nehme ich Pingala. Ja, ich denke, Connoisseur. Wir wollen erstmal in Richtung Kultur gehen, das bringt was. 120. Was das bringt. So, sagt er mir das? Ja. Das müsste eigentlich in der Hauptstadt sehen, oder? Pingala ist doch dort. Sehen wir das hier nicht? Ah doch, jetzt sehen wir es. 138 aufgerundet. So, knapp 18. So, Peking wird gleich auch portugiesisch. Das erhöht den Druck auf die Chinesen. Wir bauen hier noch Big Ben. Wir sehen das jetzt ja, was hier passiert. Big Ben. Ja. So, Brasilien hat die Auswirkungen des Wahlrechts. Na gut, die sind halt extrem fortgeschritten. Die sind ja schon im, was wir uns angucken, ja, in der Moderne, währenddessen wir weit abgeschlagen in der Renaissance feststecken. Ja, das ist halt so, aber das ist halt das Spiel, was wir gewählt haben. So, die Khmer haben noch eine neue Siedlung errichtet. Interessant, dass es da noch Platz gibt. So, hier mit den Zeitalterpunkten, 99 brauchen wir, damit wir zumindest in ein normales kommen. Schön, natürlich jetzt dann in ein Heldenzeitalter zu wechseln.
Das wäre natürlich richtig. Was man auszeichnen, verpacken und in Masse produzieren kann, ist weder warm noch kurz. So, also dann haben wir jetzt hier die Schiffswerften. Das Arsenal von Venedig, das finde ich auch interessant. Müssen wir mal gucken. So, jetzt gucken wir mal hier, was kostet das denn? Hm, 775, boah, das ist schon teuer. Ich frage mich, ob wir das nicht hier in Otatara Paar bauen. Also, das gibt Kampferfahrung ist uninteressant. Produktionsbonus in Höhe des Nachbarschaftsbonus des Hafenbezirks plus 1 Produktion für alle nicht modernisierten Küsten- und Seegeländefelder. Ja, das prüfen wir mal. Was das dann heißt. So, 11 Runden nur noch, sehr schön. Jetzt haben wir gerade gesehen, hier der Renner, was kostet der? 535. Und ich glaube, den können wir uns auch nochmal leisten. Bei Gelegenheit. So. Dann denke ich, gehen wir jetzt auf Schießpulver. Wir können es also sehr schnell aufholen, was die Renaissance-Technologien angeht. Das werden wir jetzt mal machen. Das Schießpulver kommt als nächstes. So, Rubigov. Das nächste, vorweg die Himmelfahrt. Ja, sehr schön. Was sind wir denn hier? Wir sind hier buddhistisch. Der Katholizismus spielt hier keine Rolle. Naja, gut. So, also, dann rücken wir hier weiter vor. Das geht nur bedingt schnell, aber so ist das. Könnten hier landen. Ja, ich glaube, wir segeln. Das geht wesentlich schneller. So, jetzt hier ein bisschen uns verschieben gegenseitig. Können wir diese Linieninfanteristen. Weiter attackieren, das funktioniert beim Schaden auch noch einigermaßen. So, gucken wir mal hier, von hier aus mit Francis Drake da dran kommen. Ne, tun wir leider nicht, dann nähern wir uns nur. So, der Landsknecht, der bleibt lieber nochmal stehen, den kann ich dann gleich. Müsst ihr eigentlich upgraden können zu Musketieren, denn sonst haben wir hier keine Chance. So. Ja, hier passen wir auch mal auf. So, jetzt können wir mal gucken, haben wir hier noch irgendwelche Felder? Wenn nicht, bewegen wir uns auch schon mal hier runter. Für die neue Stadt, die wir dann ja gründen werden. So, hier. Den letzten Rest noch mit. So, was haben wir hier noch? Eine Sitzung des Weltkongresses. Der Missouri ist hier über die Ufer getreten. Ein sehr aggressiver Fluss. Na gut, das hat hier schon Schaden gemacht. Und der Staubsturm ist verschwunden. So, ja, wir sehen leider noch die Kohle noch nicht, weil wir sie selber noch nicht kennen. Ja. So, dann gucken wir jetzt gleich mal, was jetzt hier passiert. Wie es jetzt hier bei der Kultur und auch in der Ausrichtung aussieht. Achso, mit hier. Du möchtest etwa ein großes Werk kaufen? Nein, das interessiert uns nicht. So, Ausrichtungsbaum. Ja, die sind auch. Boah, wer ist denn hier? Peter und die Khmer sind schon in der Moderne angekommen. So, die Hauptstadt der Khmer nehmen wir natürlich auch gerne. Dann sind sie auch freundlich. Und da können wir euch wahrscheinlich auch die Freundschaft verkünden. Das ist auch prima.
So, wir können mal hier gucken bei der Kultur. Also, Schotten weit abgeschlagen. 140. So, jetzt aber erstmal die Sitzung des Weltkongresses. Johann der Dritte braucht Hilfe bei Naturkatastrophen. Ja, natürlich, da helfen wir gerne mit. Da sollte aber ein Punkt reichen. Dann gucken wir mal, was passiert. Also, was schicken wir ihm hier? 60. 65 sind gut dabei. 165, 126. Also bei Kultur sind wir gut dabei. So, das ist angenommen worden. Also das Abstimmungsergebnis an. Amanitor hat dagegen gestimmt, die Khmer und Robert, ja, die können den Portugiesen alle nicht leiden. Der Mensch ist ein militärisches Tier. Er rühmt sich mit Schießpulver und liebt Paraden. Ja. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen hatte, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel. Ja, also das heißt, jetzt können wir hier nochmal gucken, die Politik zu ändern. Genau, da ist nämlich jetzt eine verschwunden und wir können jetzt den Dreieckshandel einführen. Das gucken wir uns gleich mal eben an. So, wir haben jetzt hier Johann unterstützen. Das machen wir auch direkt. So, das kann weg. So, also gedacht, Johann. Dem schicken wir mal ein Geschenk in Form von 100. So, sehr schön. Also, das heißt... Ja. Ah, jetzt habe ich den Potala-Palast leider weggeklickt, der fertig geworden ist. Ja. Das ist ja prima. So, ja, das habe ich ja wahrscheinlich in dem Moment gerade geklickt, als das kam. Hier vorne ist er. Dann bringen wir mal den als falscher Knopf. So, hier steht er in Kaviar. Also, da ist er entstanden. Das gibt es nochmal einen Bonus bei den... Oder also dieses Feld hier in der diplomatischen Politik. Das ist ganz im Sinne der diplomatisch orientierten Maori. So, gucken wir hier, Freundschaft verkünden mit den Khmeren. Vielleicht, ja, ein bisschen zurückhaltend, aber damit haben wir das auch. Frage ist bei der Allianz. Ne, da haben wir alle, die laufen. Sehr schön, so. Die Fresher Picking gibt dem internationalen Druck nach und bittet darum, sich Brasilien anschließen zu dürfen. Ja, das war zu befürchten. So, jetzt müssen wir ein bisschen was sortieren hier. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Also wir haben Nationalismus, da gehen wir hin. Der Schießpulver haben wir noch. Wir müssen die Politiken neu sortieren. Aber wie gesagt, das bietet sich, glaube ich, an, das in der nächsten Folge zu machen. Und auch hier die Bauprojekte neu zu organisieren. Ja, von daher bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin!